Hey Leute, Wadi hier, willkommen zur weiteren Folge von Rocket League. Heute machen wir eine weitere Folge vom Format Design Battle. Beim Format Design Battle designe ich immer drei bestimmte Autos nach einem bestimmten übergeordneten Thema und am Ende des Videos bestimmt ihr, welches der drei Autos das Beste ist. Und das übergeordnete Thema für die heutige Folge ist Season 3. In Season 3 läuft jetzt ja schon eine ganze Zeit und wir haben ja schon direkt am ersten Tag den Battle Pass mit freigespielt und sind da aktuell ja auch schon auf Level 115. Und deswegen habe ich mal drei Autos designt, nur mit Gegenständen vom aktuellen Battle Pass. Zwei davon sind ein bisschen ernster, eins davon habe ich versucht, lächerlich aussehen zu lassen. Und ja, ihr müsst am Ende bestimmen, welches davon am besten aussieht. Das hier ist übrigens nicht ein Auto vom Battle Pass, das ist der Lamborghini. Kostet allerdings 2000 Credits. Wenn ihr großer Lamborghini-Fan seid, guckt vielleicht mal mein Video von gestern an. Da habe ich das Auto vorgestellt und vielleicht hilft es euch ja in eurer Entscheidung, ob ihr euch das holen sollt oder nicht. Und lass uns das direkt am Anfang klären. Mir fehlen noch zwei Abos bis zu den 260.000 Abonnenten. Und nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Das heißt, wenn sich jetzt zwei Leute erbarmen zu abonnieren, von den Leuten jetzt gucken. Also sollte aufgehen, wir sollten heute die 62.000 Abonnenten erreichen. Das Abo-Werbung und so ist nervig, aber das haben wir jetzt abgehandelt. Springen wir jetzt mal zum Auto Nummer 1. Auto Nummer 1 ist natürlich der Tirano. Das ist das Auto, was ist neu mit dem Battle Pass hinzugekommen. In der normalen Fassung. Deswegen haben wir hier einmal ein grünes Auto und einmal ein gelbes Auto. Gelb ist ja relativ normal. Grün hat man ja ein bisschen seltener. Geht eigentlich voll in Ordnung. Als Reifen haben wir Imptech genommen. Einmal natürlich in Waldgrün und einmal in Gelb. Die Reifen generell sind schon echt nicht so verkehrt. Als Boost haben wir, ich weiß nicht, ob es Diecast sein soll oder Diecast. Wahrscheinlich ist es Diecast. Nicht schön. Aber wir hatten nicht so viel Auswahl tatsächlich. Torexplosion sehen wir gleich. Wir springen jetzt mal in eine Partie 1 gegen 1. Ja, bei den Torexplosionen kann man auch schon mal sagen, es gab nur im Grunde eine Torexplosion. Im Grunde, gut, ich habe schon ein paar Farben davon freigespielt. Auf jeden Fall. Eine Farbe habe ich verschenkt, weil mein Kumpel war noch nicht so weit im Battle Pass. Ich meine, es kauft sich ja nicht jeder den Battle Pass am Tag 1 auf Level 80, habe ich glaube ich gemacht. Und ja, es ist halt immer dieselbe Torexplosion. Sieht nur ein bisschen anders aus. Und ja, jetzt könnt ihr den Wagen auch mal in Bewegung sehen. Wir haben nämlich auch eine... Oh, hi. Boom. Zack. Torexplosion. Ich glaube, Standard ist das, ne? Ja, das ist Standard. Ich habe übrigens auch was verändert. Und das ist eine Sache, die wahrscheinlich mehrere Leute verändern sollten. Und zwar habe ich die Dead Zone runtergesetzt. Die war bei mir nämlich viel zu lange viel zu hoch. Die ist immer noch eigentlich ein bisschen zu hoch. Die meisten haben die auf 0,1. Die ist jetzt bei 0,2 bei mir. Die war vorher bei mir aber halt viel, viel höher. Und ich sag mal so... Es ist nicht unbedingt so gut, die hoch zu haben. Also wenn ihr eine ganz hohe Deadzone habt, setzt die vielleicht mal ein bisschen runter. Ist nur so eine Empfehlung. Ich bin ja sehr stur, was so Änderungen angeht. Ich habe irgendwie auch die ersten 200, 300 Stunden mit furchtbaren Kameraeinstellungen gespielt. Die innere Sturheit so ein bisschen... Oh. Nice. Da muss man die innere Sturheit so ein bisschen überwinden. Ich dachte, da komme ich noch dran. Na gut, geschenkt. Geschenkt. Das ist von Torexplosion. Er hat... Luftangriff in Schwarz. Wo hat er die her? Na gut, als Entwurf wahrscheinlich einfach, ne? Weil im Shop war die noch nicht. Gefällt mir die in Schwarz besser als in einer anderen Farbe? Weiß ich noch nicht, wie ich die in Schwarz finden soll, ehrlich gesagt. So, was noch eine Spur, seht ihr? Da sind die Pfeile. Gab's auch im Battle Pass. Finde ich nicht so übertrieben nice, aber... Oh, was macht er denn? Oh, ich lagge, das macht er. Mich irritieren die Pfeile ja sogar ein bisschen. Oh Gott. Okay. Mich bringen die ein bisschen raus. Ich muss auch sagen, das Beste am Pass sind, glaube ich, wirklich die Reifen. Ich finde in diesem Battle Pass, die Reifen sind wirklich stabil. Ansonsten, also die Boosts aus dem Battle Pass, muss ich sagen, finde ich tatsächlich einigermaßen schlecht. Bin ich nicht der größte Fan von. Die Autos sehen cool aus. Oh, da habe ich schön gepennt. Torexplosion muss man sagen, ja, die ist okay. Aber ich hätte auch ganz gerne noch eine zweite Torexplosion gehabt. In den letzten Battle Passen gab es immer eine zweite Torexplosion. Das ist die erste, wo es nur einen einzigen gibt und das ist ein bisschen... Oh, der Sprung war dumm. Nee, nicht klar. Der Sprung war smart. Okay, das war Glück. Es ist okay. Besser eine Torexplosion, die okay ist, als wie im letzten Battle Pass zwei, die halt kacke sind. Er war, Oh, macht einen Wartkickoff. Speed-CT-Streifen. Ich weiß nicht, nerven mich. Die nerven mich. Okay, was macht er? Schießen drauf. Okay, anders gesagt, er centert ihn. Immer so. Dribbel den und mach den deswegen nicht. Ja, easy. easy, ne? Ja, das 50-50 ist nice. Oh,
Oh, der war richtig gut, der Flick. Er macht jetzt ein Tor, glaube ich, ne? Auch noch ein Boostfeld verpasst. Nee, okay, gut. Der Push, wie Big Brain war der denn? Der war ja, boah, war der gut. Zum Glück hat der Gegner sich verdribbelt. Oh, der ist ja, der geht nicht. Der geht. Der ist ja toll gekommen, habe ich schön vorgepasst, guter Pass. Come on. No. So verliere ich. Doch nicht. Und Boost immer noch gekriegt. Perfekt. Okay, so gewinne ich. So verliere ich! Nein! Ja, Dribbling wäre drin, wenn du mich lässt. Okay. Double. Ah! Schade. Come on. Nein! Ah, Alter, kann das mal enden? Ich habe auch noch zwei andere Autos, die ich zeigen will. Boom. Zerstörung. Na, oh. Oh, okay. Ein würdeloses Tor für so ein knappes Spiel. Aber ganz ehrlich, GG, war ein gutes Spiel. Ist in Ordnung, mir gefällt der Boost halt nicht. Das Auto finde ich ehrlich gesagt okay, aber der Boost, der gefällt mir gar nicht. Ich bin kein Fan von diesem Boost. Wo sind wir? Liga 4 sind wir. Das heißt, mit Glück sind wir am Ende vom Video Diamond 3. Oh, nice. Okay, gut, das war Auto Nummer 1. Jetzt zu Auto Nummer 2. Okay, Auto Nummer 2 ist der Tirano GXT. Das ist im Grunde die Special-Version vom Tirano. Natürlich auch wieder weiß. Wie gesagt, ich habe ein Fable dafür, Autos einfach weiß zu machen. Als Variation. Und da oben natürlich blau. Also blau und pink haben wir. Als Reifen haben wir die Yoko-Reifen genommen. Yoko XL. Die sind in Ordnung. Die sind in Ordnung. Ich kann da nichts Negatives zu sagen. Ist im Grunde so gesehen das Auto, was wirklich am cleansten aussieht von den drei Autos wahrscheinlich. Der erste ist vielleicht ein bisschen zu ablenken mit dem Effekt. Aber hier das Auto einfach normal, clean, anständig. Boost haben wir Sternenprinzessin. Ist ein schöner Name. Vielleicht nicht der beste Boost, aber zumindest ein schöner Name. Kein Dachaufsatz. Pixelpointer haben wir hier auch wieder, aber in lila. Und ja, Torx. Oh, was haben wir da wohl? Okay, springen wir nochmal in eine Partie. Machen wir immer so. Drin ist er. In Titanweiß. Also im Grunde, dieses Auto hat sie meiner Meinung nach beste Torx-Vision. Denn in Titanweiß sieht er einfach tatsächlich am coolsten aus. Die Flagge. Die Flagge sieht am coolsten aus in Titanweiß, meiner Meinung nach. Normal geht auch. Die ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Und lass uns mal die perfekte Folge machen. Lass uns mal alle drei Partien gewinnen. Oh, das hat gereicht. Der kleine Touch hat gereicht. Oh. Okay. Okay, der ist ja defensiv trash. Oh. Okay. Soll ich ihn jetzt kaputt machen? Oh, der ist ausgewichen. Der Schuft. Wen macht er denn? Okay. Da war ich ein bisschen zu gierig. Boah, der Pass. Der Pass, Alter. Richtig gut. Nee. Ich hab mich verrannt. Ich bin so dumm. Der Gegner, also nichts gegen den Gegner. Aber ich habe einfach psychologisch Probleme. Da haben wir ja schon häufiger drüber geredet. Wenn ich führe im 1 gegen 1, ich werf's meistens weg. Also ich dominiere meist die Partie im 1 gegen 1. Und dann so letzten 3 Minuten, denke ich mir einfach, nee, okay, kassiere mal einfach 1000 Tore nacheinander. Das passiert mir in jedem Spiel. In wirklich fast... Oh. Come on. Hat er nicht. In wirklich fast allen Partien im 1 gegen 1 werfe ich die Partien in den letzten 2-3 Minuten weg. Oh, jetzt hat er Boost und den Ball. Ich bin so ein Trottel. Der hat mich jetzt zweimal damit aussteigen lassen, dass ich einfach die Wand hochgefahren bin und dann einfach nichts mehr gemacht habe. Hier, seht ihr? Ich war hoch und dann, oh, hi, oh, ah, oh, 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 ja, hallo, Tor. Das ist ja nicht mal, das ist ja einfach dumm. Okay, Partie Nummer 2 haben wir leider verloren. Meiner Meinung nach gegen Gegner, der schlechter war als ich. Aber, dazu muss man sagen, wer sich so dumm anstellt in der Wand, wie ich bei den letzten 2 Gegentoren, der hat es auch verdient zu verlieren. Muss man einfach so sehen. Okay, Auto Nummer 3. Das Auto, was ich ein bisschen lächerlich machen wollte. Der Skin, ich finde den nicht gut, ehrlich gesagt.
Die Reifen sind in Ordnung, die Reifen finde ich clean. Und obendrauf haben wir den Dachaufsatz salzige Erdnuss. Ich muss sagen, ich feiere den Namen salzige Erdnuss. Als Boost haben wir übrigens Leitkegel. Also im Grunde habe ich da alle Meme-Gegenstände drangepackt, die man dranpacken kann. Und der Skin, Battleman, ja. Lass uns kurz mal mit einer salzigen Erdnuss spielen. Lass uns auch mal kurz nur zur Abwechslung nach 3 gegen 3 springen. Lass uns Tor machen, ansonsten. Oder meine Teammates machen die Tore. Auch gut. Lass uns gewinnen und die salzige Erdnuss glücklich machen. Aber das ist so gesehen das Meme-Auto. Ja, die Skins und so, die es gibt, die sind nicht ganz so albern. Also wir konnten jetzt nicht ein richtiges Meme-Auto machen. Die salzige Erdnuss ist cool, aber geht eigentlich noch ein bisschen mehr. Okay, der geht nicht. Denke ich mir jetzt übrigens nicht aus. Wir sehen Schocksplosion. Aber beim Kickoff geht immer links. Das ist innerhalb der Community die generelle Regel. Es sei denn, die rechte Person sagt, ich hab ihn, geht normalerweise per Default links. Falls ihr sagt, bei mir ist das anders, da geht rechts immer, das stimmt vielleicht für euch, aber generell stimmt das nicht und generell geht links. Ich würde sogar sagen, die Gegner, die halten das nicht durch. Wir machen jetzt gleich noch ein 4. Tor und 5. Tor und die geben auf weitere 30. Es gibt eine neue Mechanik, wo du noch einen Flip-Wave-Dash kriegst, nachdem du einen Flip schon rausgehauen hast. Und ich versuche das jetzt ab und zu hinzukriegen, aber okay. Da ist jetzt Angst. Aber ich krieg's noch nicht ganz hin. Deswegen, ich werde den irgendwann mal vorstellen, wenn ich den richtig kann. Aber aktuell, ich beherrsche diese Mechanik noch nicht. Uff. Nice. So, einen überspielt. Oh. Da in die Mitte. Schade. Das war jetzt, ich habe den absichtlich gegen die Mauer geschossen, weil ich wusste, dass ein Teammate von mir in der Mitte und ich wollte den dann mit der Wand reinspielen. Falls er sagt, oh, du hast verfehlt. Nein, ich wollte den nicht raufschießen, weil der Gegner hat den wahrscheinlich gehalten. Out, gedroppt. Egal, haben wir gewonnen. Blau hat gewonnen. Gegner gehen alle drei raus, sagen nicht GG. Ehrenmänner. Ich muss sagen, für mich geht es eigentlich nur um Auto 2 oder 1. Denn Auto 3, das passt irgendwie nicht so ganz. Ich meine, die Erdnuss da oben drauf. Ja, gut. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, welches Auto ihr am besten findet. Den coolen Reifen. Auto Nummer 2. Das hier mit den Joko-Reifen. Mit dem Clean Look. Oder Auto Nummer 3 mit der Erdnuss oben drauf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin. Und ciao.